Der Meister bestellt das benötigte Material. Dabei muss er besonders auf die Lieferzeit der Leuchten achten. Nachdem die Ware geliefert wurde, wird sofort kontrolliert, ob die richtige Ware geliefert wurde und ob sie vollständig und unbeschädigt ist. Jetzt erfolgt die Zeit- und Personalplanung durch den Meister. Am Kalender wird dafür die Verfügbarkeit der Monteure überprüft. Der Meister erstellt eine Bauakte und heftet die vorher erstellten Pläne ein. Hallo. Der Geselle wird vom Meister in den Auftrag eingewiesen. Dabei übergibt er ihm die Bauakte. Der Geselle soll während der Installation den Geschäftsbetrieb so wenig wie möglich stören und dabei vor allem auf Sauberkeit achten. Okay, viel Spaß. Tschüss. Anschließend packt der Geselle Material und Werkzeug ein und fährt zum Kunden.